Wup, wup, wup. Hallo, ihr Lieben. Ja, ne? Irgendwie hat es eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich mich mal wieder zu Wort melde. Und ganz ehrlich, ich muss hier gerade selber erstmal reinschauen. Das ist natürlich unser Soul Silver Nuzlocke Challenge Let's Play. Und ich will mir hier gerade selber und auch für euch nochmal anschauen, was wir denn hier schon so erreicht hatten. Unser Wing, unser Habitat. Me gusta. Ja. Erstmal, sorry nochmal, dafür, dass es ein bisschen gedauert hat, aber ich hatte in letzter Zeit wirklich unheimlich wenig Zeit und ein bisschen viel zu tun. Deshalb werden wir uns dann jetzt mal, ich habe hier einen neuen Controller am Start, ich muss mich hier erstmal ein bisschen zurechtfinden. Mal schauen. Was ich mir überlegt habe, und das sage ich erstmal im Stehen hier, ich werde das Ganze ändern. Ich habe mir in der Zwischenzeit hier und da mal eine Nuzlocke-Challenge angeguckt und ich fand das echt nice, wie das ist, wenn man nach den normalen Regeln spielt. Deswegen werde ich das jetzt ummodeln, schmeißt meine Regeln über den Kopf, die in den bisherigen Videos drin standen. Die Regeln sind jetzt nur, das erste Pokémon auf einer Route darf gefangen werden. Die üblichen. Nuzlocke-Challenge-Regeln eben. Und diese Dame hatten wir schon mal gesehen. Die sieht irgendwie ein bisschen abgefahren aus. Das war so eine Oma. Kimono, Kimono, mein Gewand, sage mir, wie finde ich zum Waldesrand? Der Fuchs. Was sagt ihr da? Ihr wollt mich schon einmal gesehen haben? In Viola City? Gewiss täuscht ihr euch. Aber wärt ihr unter Umständen so freundlich, meiner Wenigkeit den Weg aus dem Wald zu weisen? Na gut. Seid ihr euch sicher? Aber ihr irrt euch doch selbst noch hier durch den Wald. Kennt ihr wirklich den Weg? Ja, sicher kenne ich den Weg. Wie awesome. Unser Wing zeigt dir jetzt den Weg. Sieh an! Sieh an! Möchtest du mir vielleicht den Weg nach draußen zeigen? Was für ein kluges Pokémon! Ich gehe schon mal vor. Natürlich ist er auch mein Pokémon. Mach dich ab, du olle Schrulle. Habitat bei Fuß. Das heißt, nur das erste Pokémon wird gefangen auf einer Route und ja, wer stirbt, stirbt und ja, ne? Ihr wisst schon. Ist hier. Wow, ein wildes Pokémon. Jetzt frage ich mich gerade, hatten wir hier im Wald schon eins? Ist ein Zubat, von daher nicht so schlimm, da wir A schon eins haben und B. Zubat jetzt sowieso nicht so das Awesome-Pokémon ist, aber wir werden es benutzen, um ein wenig zu trainieren. So wie ich den Spielstand gesehen habe, sind wir vor dem dritten Orden im Vertania-Wald und der dritte Orden ist aus dieser Generation mein absoluter Angstorden. Und ja, mal schauen, wie das so wird. Was ich aber mal gucken möchte, ist in meinen Beutel und zwar 7 Supertränke, das sieht gut aus. 6 Pokebälle, das sieht auch gut aus. Zerschneider, kann das denn schon jemand? Oh mein Gott, das ist wirklich nicht den Pokédex. Wirklich schon abgefahren ewig her. Ich habe ganz ehrlich seitdem auch nicht mehr. Ah ja, Kopfnuss und Zerschneider kann der Gute. Das gute Vulcano. Eventuell muss ich hier mir die Knöpfe nochmal umbelegen, aber es scheint ganz nice zu sein. Ich spiele hier gerade mit dem Xbox 360 Controller für den PC. Und das ist eigentlich ganz nice. Hey, hier trainiere ich. Halt die Backen, du Rotzlöffel. Mit deinem Ratzfatz. Ratzfratz. Los Wing, den kriegen wir hin, wa? Ich mach mal Schnabel hier. Schnabel, soweit ich weiß, eine Step-Attacke und sollte von daher recht gut reinbolzen. Wie ich bereits sagte. Und ein Sander. Was haben wir denn hier noch so? Ja, gehen wir mal auf Spirit. Obwohl der schon recht gut gelevelt ist. Eventuell werde ich, oder was heißt eventuell, ziemlich wahrscheinlich werde ich vor dem dritten Orden eine kleine Trainingssession einlegen müssen. Aber es gibt hier ja auch ziemlich, ups, ziemlich viele Trainer in der Nähe, auch oberhalb der nächsten Stadt. Von daher sehe ich das nicht als so schlimm an. Ja, das war eben einfach zu schnell geklickt. Aber nicht so schlimm. Machen wir mal Nachtnebel. Das sollte es ziemlich schnell außer Gefecht setzen. Sandan ist aufgewacht. Yo, Sandwirbel. Awesome. Ich hoffe, wir treffen beim nächsten Mal. Und dann, was erwartet uns eigentlich in der nächsten Stadt noch?
Sind die Rockets schon da? Wenn wir da das erste Mal hinkommen? Ich weiß gerade gar nicht. Level up für Spirit. Konfustrahl. Ich denke, den Horrorblick. Schlecker? Ja, komm, verlernen wir mal Schlecker. Schlecker ist ja generell ziemlich schwach. Und nehmen dafür den Konfustrahl mit, der taktisch eingesetzt vielleicht etwas besser sein kann. Es kommt ein Habitat, da wechseln wir mal wieder. Wer darf da ran? Der Belias darf da mal ran. Der Belias übrigens, der hat irgendwie leichte Sprünge gemacht in der Zeit, wo ich relativ inaktiv war. Der ist jetzt so bei 1000 Abos oder so, schon ein bisschen abgefahren. Auch wenn man bedenkt, was ich gesagt habe, so als ich ihn gefangen habe. Ja, wir werden hier mal anfangen mit einem Superschall. Mal gucken, ob wir es verwirrt bekommen. Ich setze es gerade nochmal ein. Und es geht wieder daneben. Okay, dann lassen wir das jetzt, bevor es uns noch weiter schwächt. Habe ich irgendwelche speziellen Attacken? Nee, leider nicht. Mal gucken, wie viel der Biss noch anrichtet nach zwei Heulern. Joa, kann sich sehen lassen. Ein Volltreffer, wunderschön. Und noch ein Habitat, da bleiben wir gleich drin mit dem Bailey. Ja, ich hoffe, es wird jetzt wieder alles gut. Ich kann euch regelmäßig Videos geben. Es wird jetzt wahrscheinlich auch heute noch... Ah, es schreckt zurück, sehr nice. Heute noch ein zweites Projekt reinkommen, damit es endlich mal nicht mehr nur noch Pokémon bei mir auf dem Kanal zu sehen gibt, weil so ein Pokémon-Freak bin ich dann nur auch nicht. Hin und wieder mal, aber nicht dauernd. Und am 25. diesen Monats, also 25.8., das kann ich euch so schon sagen, wird Guild Wars 2 rauskommen. Da wird es dann, wenn mein PC das zulässt, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, eventuell muss ich da die Grafik ein bisschen runtersetzen, damit ich das aufnehmen kann, was dann wiederum nicht ganz so nice wäre. Aber da werden auf jeden Fall Videos kommen. Jetzt gehen wir hier erstmal neue Route, neues Glück in das Feld hinein, schauen mal, was uns hier so begegnet. Das erste Pokémon auf dieser Route ist ein Ratzfatz. Okay, ich glaube mit sowas muss man dann leben können. Es ist in Anführungszeichen schon Level 11. Wow, das war ein Volltreffer. Setze ich noch was ein? Probieren wir es mal zu fangen mit einem Pokéball. Ratzfatz sollte jetzt nicht so schwer zu fangen sein. 1, 2, 3, episch! Wir haben einen Ratzfratz. Und es ist weiblich. Dann habe ich auch schon einen Spitznamen für ihn. Einer meiner liebsten Spitznamen, wenn man ein weibliches Ratzfratz findet. Und zwar ist das... Raticate in Anlehnung auf den englischen Namen von Radikal. Und es geht direkt weiter. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich einen super, awesome, epic Pokémon. Ein Traumato. Naja, okay. Da weiß ich jetzt nicht, was besser gewesen wäre. Machen wir mal fertig mit unserem Wing. Nein! Haben wir Aufwecker bei? Mal schauen. Beutel... war falsch. Statusheilmittel. Aufwecker einen nur. Machen wir das mal und hoffen, dass er nicht gleich wieder eine Hypnose drückt. Fund, okay. Ein Schnabel sollte das Ganze erledigen. Ein Volltreffer noch dazu. Und das Traumato wurde besiegt und gibt ziemlich gute Erfahrungspunkte. Ich glaube, hier werde ich gut aufleveln können. Jetzt will ich zuerst mal den Belias nach vorne tun. Um hier die nächsten Trainer anzugehen. Ich habe gerade meine Pokémon aus der Pension geholt. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Ja, die Poké-Pension ist hier oben. Übrigens die erste Generation, in der es die Poké-Pension gab. Gold und Silber. Und der Kerl, der fährt ein Snobble auf. Süßes, kleines, putziges Kerlchen.
Wir versuchen es mal zu verwirren. Und es trifft auch sehr schön. Und werden dann beißen, denke ich mal. Komm, tu dir selbst weh. Jawohl, vielen Dank, hat sich das schon gelohnt. Mal gucken, was der Biss so anrichtet. Oh, nicht sehr viel. Ist zwar zurückgeschreckt, aber wir versuchen es mal. Der Stauner? Na, ah, genau so war das. Oh, das ist nicht mehr verwirrt, das ist aber nicht sehr schön. Gut, was bleibt uns noch übrig? Blutsauger könnten wir mal probieren, allerdings denke ich nicht, dass das so arg stark sein wird. Jo, also werden wir wohl... oh oh. Jo, wir werden wechseln. So ist es. Und zwar holen wir mal unser... Man kann Biss, also nehme ich nicht Spirit. Nehmen wir mal unser Vulcano. Das hatten wir jetzt in dieser Folge noch gar nicht draußen. Oder in diesem Halbjahr. Keine Ahnung. Also es waren gut 3 oder 4 Monate oder so. Angriff sinkt stark. Ja, dann nehmen wir die Glut. Die ist nicht angriffsabhängig. Und stampfen dich in den Boden. Tschüss, auch wenn du noch so putzig bist. Und unser Vulcano erreicht Level 18. Sehr schön, sehr schön. Ein Voltilam soll kommen. Hey, Raticate hat sogar ein Item dabei. Das ist cool. Ich bleib bei Vulcano gegen Voltilam. In Anbedacht an unser Sparky, das leider verschieden ist, werden wir dieses Voltilam zu Tode grillen. Ohohoho. So, und dann werde ich jetzt mal schauen, dass ich erstmal Richtung Poké Center komme und von dort aus dann wieder hierher, um den Rest zu besiegen. Und ich habe weggedrückt, was er sagen wollte. Der Greg ruft an. Greg, was ist los, alter Kumpel? Guten Tag, Flo. Greg am Apparat, wie geht's? Mir geht... Was? Mir ist noch etwas eingefallen. Neulich hatte ich ein Hornlio fast so weit, aber dann entkam es doch. Klar, sie sind nicht gerade selten, trotzdem ärgert es mich, dass es entkam, obwohl ich es schon fast hatte. Aber demnächst wieder. Tüt. Jo, vielen Dank für diese äußerst sinnvolle Information. So, dich möchte ich gern umgehen. Auch wenn wir da jetzt hier... Achso, ich könnte erstmal gucken, was Raticate für ein Item bei sich hat. Das hat sich ja fast schon gelohnt. Item. Nehmen. Eine Lachibeere. Ach, da drüben stand es ja auch. Ha! Episch. Was kann die denn? Beutel. Bären. Lachibeere. Okay, als gehaltenes Item schwächt es die Attacken oder die Stärke von Normalattacken. Interessant. So, das ist der Opa aus der Pension. Oh mein Gott, da kommt ja unsere Kollegin mit dem abgefahrenen Merrill. Bist du mit der Arbeit fertig? Das Pokémon, das du mir gegeben hast, ist gesund und munter. Du scheinst auch echt fit zu sein. Oh Flo. Nee, Moment mal, hat das nicht gerade der Opa gesagt? Warum stand da Lyra davor? Oh Flo. Ich will dir jemanden vorstellen. Das hier ist Flo, ein Trainer. Ich glaube, er hat großes Talent, aber du bist natürlich viel besser. Komm mit, Flo. Was willst du von mir? Mach mal einen Abflug mit deinem Merrill. Wirklich? Was ist los? Oh, die haben sie redesigned. Oma, ich möchte dir gerne meinen Freund Flo vorstellen. Hallo, Frau Lyra. Oma. Nein. Oh, meine Enkelin hat sich aber einen Burschen geangelt. Sieh mal einer an. Aber Oma, was redest du denn für ein komisches Zeug? Wir sind einfach nur Nachbarn, nicht etwa? Schon gut, meine Kleine. Wenn du Wert drauf legst, lassen wir ihn kennen. Was? Dass wir ihn kennenlernen, hat er bestimmt Talent. Ich bin in diesem Stimmending nicht mehr drin. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Tschüss. Oh, fast hätte ich es vergessen. Hier, das ist meine Nummer auf dem Pokécom. Yeah. Jetzt haben wir auch ihre Nummer. Und damit können wir jetzt unsere Freundin immer anrufen. Nee, danke. Bevor du etwas sagst, Oma, ich will seine Nummer nur, weil wir beide Pokémon-Trainer sind. Versteh mich bitte nicht falsch. Ja,
Du willst was von mir. Das ist ja wohl ganz obvious. Belias trötet fröhlich hinter dir her. Jo, so kennen wir den Belias. Und jetzt will der Opa auch noch was von uns. Oh, ich habe eine Idee. Soll ich dir vielleicht die Telefonnummern von meiner Frau und mir geben? Auf diese Weise könntest du dich immer mal wieder danach erkundigen, was deine Pokémon so machen. Ich gebe sie dir einfach mal. Ja. Vielen Dank. Ich könnte mir ein Leben ohne die Nummer der Pensionleitung überhaupt gar nicht vorstellen. Wir sind froh, dass unser Enkelkind diese Pokémon geschenkt. Weißt, das ist ein sehr praktisches Gerät, aber es ging um das Pokécom, nicht um die Pokémon. Da muss ich was missverstanden haben. So, die Polizisten hier, die sind auch interessant. Die sind nämlich gerade im Dienst und kämpfen deswegen nicht. Wenn man aber, Entschuldigung, bisschen Schluck auf hier gerade, wenn man aber nachts hier langkommt, dann kämpfen die sehr wohl und recht gerne. So, Dukatia City. Wir machen erstmal einen Abstecher ins Pokémon Center. Und werden dann hier sehr wahrscheinlich die Folge beenden. Für heute hat mich sehr gefreut, endlich wieder Videos aufnehmen zu können. Ich habe diesem Tag schon entgegengefiebert. Ich hoffe, euch hat's soweit gefallen. Und ja, ne? Lasst mir doch eine Bewertung da, das wäre awesome. Und noch einen Kommentar, wenn es euch super duper gut gefallen hat. In diesem Sinne, ab in die Rinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.